voll. Eulett! Gecko! Los geht's! Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske, wer sind die bloß? PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. Verbrechen zu bekämpfen, geht am besten. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks! Gecko und die Eisdots. Hä? Was ist das? Eis? Aber es ist doch Hochsommer. Eiszapfen? Oh, oh, oh. Das war unglaublich! Hier ist rundum alles vereist. Alle rutschen und fallen hin. Aber nur bis zum Ende der Straße und dann hört das auf. Was ist da los? Heute Nacht finden wir es heraus. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Yeah! Connor wird zu Catboy. Amaya wird zu Eulett. Ja. Greg wird zu Gecko. Die PJ Masks. Das Gecko-Mobil kann an allem haften. Es wäre ideal für das Eis. Wie wär's mit dem Gecko-Mobil? Nehmen wir den Eulengleiter. Wir sehen uns das Ganze von oben an. Guter Einfall, Eulett. Aber ich dachte, das Gecko-Mobil könnte... Na gut, wahrscheinlich haben Sie recht. Komm schon, Gecko. Zeit für unseren Einsatz. Die halbe Stadt ist eingefroren. Sogar Hunde und Katzen haben sich angefreundet, um sich warm zu halten. Wow. Was war das? Eulenaugen. Seht mal da drüben, Romeos Labor. Ui, das macht richtig Spaß. Ich wusste, dass Romeo dahinter steckt. Was ist das? Da vorne dran. Das sieht aus wie eine Eismaschine. Verfolge ihn, Eulett. Aha. Ich hab mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis ihr Pyjama-Bubser auftaucht. Was treibst du da, Romeo? Das ist doch offensichtlich. Ich verwandle die Stadt in eine eisige Achterbahn für meinen neuen Laborschlitten. Weiter geht's. Gleich habe ich dich. Wenn es dir nur um eine tolle Fahrt geht, Romeo, dann schiebe ich mit meinen Supergecko-Muskeln dein Labor auf seinen Rollen herum. Es geht nicht nur um Spaß haben, auch wenn es Spaß macht. Während ihr Tag-Dovis hier alle rumrutscht, reiße ich die Weltherrschaft an mich. Romeo übernimmt die Weltherrschaft? Ah, ist das steil! Flatternde Federn, ich pass nicht durch. Wir müssen landen. Wow! Wow! Wir müssen ihn aufhalten, bevor er noch mehr Dinge vereist. Wow! Oh, es ist wirklich rutschig. Wow! Oh! Gecko. Oh.
Vielleicht könnte ich Romeo verfolgen, weil meine Füße richtig gut haften. Warte, Gecko! Ich habe einen Plan, der sicher funktioniert. Aber mit meinem Klebeplan könnten wir... Ich brauche dafür eure Hilfe. Zurück zum Eulengleiter. Dann muss mein Plan eben warten. Zuerst brauchen wir deine Eulenaugen, um Romeo zu finden. Dann deine Flugkünste, damit er mich und Gecko nicht entdecken kann. Eulenaugen! Da ist er! Okay, Gecko, ich schleiche mich von unten ins Labor. Du krabbelst von oben rein. Dann übernehmen wir die Kontrolle, bevor Romeo überhaupt merkt, dass wir da sind. Super Katzensprung! War wohl nur der Wind. Ha! Catboy springt wie ein Panther auf das vereiste Rohr und klettert hinauf mit seinen Super... Mit seinen Super... Niemand besiegt Catboy. Warum hast du so lange gebraucht? Arme Miezekatze. Und jetzt runter von meinem Laborschiff. Hopp! Catboy, pass auf! Oh-oh. Es ist kalt. Ich kann mich nicht bewegen. Lass mich hier raus, Romeo. Eulette, ich glaube, ich kann Romeo aufhalten. Schau! Jetzt nicht, Gecko. Komm zurück. Wie können wir helfen? Sorgt euch nicht um mich. Romeo haut ab. Schnell, haltet ihn auf. Da könnt ihr nicht mithalten, ha, Pyjama-Helden? Och, wir sind zwar Superhelden, aber im Moment ist Catboy ein super Eisblock. Wir beide brauchen einen Plan, Gecko. Und zwar schnell. Ich hatte gerade vor, dir zu sagen, dass ich... Hey! Ich weiß, was wir machen, aber ich brauche deine Hilfe. Aber mit meinem Plan könnte ich... Okay, was soll ich tun? Wow, Eulenflügel! Das ist besser. Okay, ich binde das am Labor fest und du verwendest deine Superkraft, um es anzuhalten. Ja, aber... Dann übernehmen wir die Kontrolle über die Eismaschine. Los, Gecko! Warte! Versuchst ein Genie wie mich zu überlisten, Spatzenhirn? Hä? Super Eulenmuskeln! Oh nein, ich hab gar keine Superkraft! Gecko, wo bist du? Eulette steckt in Schwierigkeiten. Frostige Federn! Zwei kleine Eisblöcke sitzen auf Asphalt. Zwei kleinen Eisblöcken ist zu bitterkalt. Gecko, ich habe einen Plan. Warte, ich habe einen besseren Plan. Schlitternde Schlange! Hätte ich doch nur auf meinem Plan bestanden und meine eigenen Superkräfte benutzt. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Eidechsengriff! Es ist Zeit für meinen Plan. Ihr helft, indem ihr so viel wie möglich von Romeos Eisachterbahn kaputt macht. Bereit für Eisballflipper? Hey, Geckos Plan könnte funktionieren. Na los, lass uns Eis zerschmettern. Hä? Diese Eiszapfenköpfe zerstören meine wundervolle Bahn. Jetzt kann ich nur noch in eine Richtung. Ha, ich werde Romeo zeigen, wie man sich auf dem Eis bewegt. Super Eidechsengriff. Hallo, Romeo. Mit meinem Super Eidechsengriff bin ich besser auf dem Eis als du. Quatsch. Mein Labor wurde von einem Genie erschaffen. Von mir. Also ist es unmöglich, dass mini-hirnige Muttersöhnchen es besiegen.
Das wollen wir erst mal sehen. Los, Gecko! Mich kriegst du nie. Super Gecko-Muskeln! Oh! Nein! Hab dich, Romeo! PJ Masks. Oh ja! Juhu. Gute Arbeit, Gecko. Der Plan war katzenstark. Ja, es tut uns echt leid, dass wir vorhin nicht auf dich gehört haben. Nein, das ist meine Schuld. Wenn ich eine gute Idee habe, muss ich mich dafür einsetzen. Oh. Wo seid ihr? Sieht aus, als wäre Romeo komplett festgeeist. Ihr peinlichen Pyjama-Helden! Ihr müsst mir immer meinen Spaß verderben! Das nächste Mal besiege ich euch, PJ Masks! Also, es ist immer noch viel Eis da. Und wer kann es bis morgen zum Schmelzen bringen? Natürlich wir! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Heute ist es nicht vereist. Wollen wir in den Park gehen? Lasst uns lieber Fahrrad fahren. Aber es wäre doch viel besser, wenn wir... Eigentlich hab ich einen Plan. Gehen wir doch zum Wasserpark. Tolle Idee. Lasst uns gehen. Oh! Ups, da habe ich wohl ein bisschen Eis übersehen. Gecko rettet Weihnachten. Oh, Connor. Morgen ist Weihnachten und es hat immer noch nicht geschneit. Aber auch ohne Schnee werden wir eine schöne Zeit haben. Boah, ich kann das nicht. Was ist denn los, Greg? Morgen ist Weihnachten. Freust du dich gar nicht? Nicht übers Eis laufen. Das habe ich noch nie gemacht und ich krieg das auch nicht hin. Wir helfen dir. Na los, versuch's. Eislaufen gehört wie der Baum an Weihnachten dazu. Ja, wie die Lichter und der Weihnachtsschmuck. Welche Lichter und welcher Weihnachtsschmuck? Oh nein, wo ist das alles hin? Wo ist der ganze Baumschmuck? Und das Lametta. Sogar der Stern ist verschwunden. Es war alles so wunderschön und es war so viel. Das kann doch nicht alles weg sein. Jemand muss es letzte Nacht geklaut haben. Aber wie kam dieser jemand da oben ran? Das ist echt hoch. Das werden wir rausfinden. Dafür brauchen wir keine Schlittschuhe. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Yeah! Connor wird zu... Catboy! Amaya wird zu... Oilette! Yeah! Greg wird zu... Wer auch immer den Weihnachtsschmuck geklaut hat, ist echt weit hochgekommen und das müssen wir auch. Also los, zum Eulengleiter. Nicht wahr sein, dann wird niemand etwas zum Auspacken haben. Luna Girl, gib die Geschenke zurück. Sie gehören dir nicht. Vergesst es, ihr Bravis. Das sind meine. Weihnachten ist nur für mich. Mich weg. Hey, schnappen wir uns ihr Mondbord, dann kommt sie nicht mal an die Schornsteine ran. Gute Idee, Gecko. Legen wir los. Ich bring sie auf den Boden zurück. Eulenflügel. Oh. Oh,
Kätzchen, ich miau mich vom Acker. Oh! Gecko, geht's dir gut? Ja, ich wusste, dass ich das Mondbord nicht fliegen kann. Tut mir leid. Schon okay, verfolgen wir sie. Der Eulengleiter ist zu groß, um sie da erwischen zu können. Eulette, du fliegst ihr hinterher und wir folgen dir vom Boden aus. Los geht's, los geht's! Komm schon, Luna Girl! Was? Warum gibst du die Geschenke nicht wieder zurück? Weil ich das nicht will. Hol sie dir doch, wenn du glaubst, du kannst es. Hey, das gehört mir, Spatzenhirn! Nein, 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 nein! PJ Masks, ich brauche mehr Gewicht, um sie nach unten zu ziehen. Super Katzensprung! Hä? Schon wieder die maulende Miete. Na dann, wollen wir doch mal sehen, ob Katzen immer auf ihren Pfoten landen. Wow! Catboy! Motten! Husch, husch! Nein! Ich komme! Gecko, spring aufs Mondbord und bring es weg von hier! Nochmal damit fliegen? Aber ich kann das nicht! Nur Mut, Gecko! Du kannst es bestimmt! Versuch es einfach nochmal! Wow, schlitternde Schlange! Das ist ja noch schwerer als Eislaufen! Wow. Ich schaff das niemals! Gecko! Alles okay? Neue Sachen kann ich nicht gut. Macht nichts. Keine Sorge. Eulette und ich kümmern uns drum. Holen wir Luna Girl ein. Los! Das war's, Luna Girl. Zeit aufzuhören. Zeit für euch aufzuhören, meinst du? Flatternde Feder! Eulette! Zerfleddert, Eulette, entschuldige. Super Katzensprung! Gecko, Hilfe! Runter von meinem Mondbord! Eulette, was machen wir jetzt? Mir ist zu schwindelig, um jetzt irgendwas zu machen. Und ich kann nicht mehr geradeaus fliegen. Du musst wieder rauf aufs Mondbord und Catboy helfen. Nochmal? Aber ich kann es nicht steuern. Du weißt doch gar nicht, ob du es kannst, weil du immer wieder runterspringst. Du musst es wirklich versuchen. Das schaffst du. Hilfe! Catboy! Du hast recht, Eulette. Ich muss zumindest versuchen, ihn zu retten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Gecko-Tarnung! Wo ist die einfältige Eidechse hin verschwunden? Was? Woher kommst du denn? Hey! Danke! Das ist meiner! Halte durch, Gecko! Du schaffst es! Gecko, ich verliere den Halt! Zieh mich hoch! Aber wenn ich mich vorbeuge, verliere ich das Gleichgewicht! Warte, ich bringe dich in Sicherheit, versprochen! Ich muss einfach draufbleiben und versuchen, das Teil zu fliegen! Wow! Gecko, Achtung! Das ist irgendwie cool. aber schwierig. Ich muss dranbleiben. Pass auf die Wand. Ja, ringendes Reptil. Wir sind zu hoch. Keine Panik, wir stürzen sonst ab. Genau, ganz ruhig. Ja. Ich bringe es jetzt runter. Langsam. Toll gemacht. Ich wusste, dass du es schaffst. Siehst du? Du musstest es einfach nur versuchen. Ja! Motten! Lasst mich los, ihr Pyjama-Plagegeister! Es ist vorbei, Luna Girl. Ja, wir haben dein Mondbord. Jetzt kannst du keine Geschenke mehr klauen. Oh, das ist nicht fair. Für mich gibt's nie ein richtiges Weihnachten. Da feiere ich immer nur mit mir selbst. Was? Heißt das, dass du an Weihnachten ganz allein bist? Aber das ist ja echt traurig. Hey, warum verbringst du den Weihnachtsabend nicht mit uns? Mit euch? Ja, wir müssen die Geschenke und die Schmucksachen sowieso wieder zurückbringen. Hilf doch mit. Dann sind wir alle zusammen an Weihnachten. Was meinst du? Okay. Na gut. Dann spring rauf. Wir retten jetzt Weihnachten. Yay! Ja! Thank you.
Geschenk. Ganz toll. Und du wirst echt richtig gut im Mondbord fliegen, Gecko. Danke. Jetzt, wo ich es drauf hab, mag ich es. Du hast uns sehr geholfen. Also kriegst du dein Board und deinen Magneten zurück. Okay, aber nun müsst ihr wohl gehen. Und damit ist Weihnachten jetzt vorbei für mich. Keine Bange, wir sind noch nicht weg. Wir haben noch etwas zu erledigen. Herrlich, Luna Girl? Kann schon sein. Aber jetzt ist Weihnachten für mich wirklich vorbei. Und ich habe kein einziges Geschenk bekommen. Von wegen, hast du das? Schlittschuhe! Aber ich war noch nie zuvor Eislaufen. Schon okay, ich auch nicht. Aber wir schaffen das schon. Na los, versuchen wir es. PJ Masks ruft laut Hurra! Weihnachten ist gerettet! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ja! Hey, was passiert hier? Endlich schneit's! Weihnachtsschnee! Fang deine Flocke mit der Zunge! Ha 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 ha!